Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Börsentrainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema einseitige Diäten. Viele Anfragen, viele Anfragen, weil natürlich hier im Moment natürlich alles möglich kursiert. Mit tollen Angeboten, 500-Kalorien-Diät, mit irgendwelchen Kügelchen, Perlchen, Pülfchen, bla bla bla. Grundsätzlich machen Diäten schon mal überhaupt gar keinen Sinn, weil eine Diät ist eine weit unterkalorische Nährstoffzufuhr, das heißt, weniger zugeführt der Körper tatsächlich braucht. Wenn man das auf Dauer praktiziert, wird es zu einer negativen Stoffwechselanpassung kommen, das heißt, der Körper lernt damit umzugehen, mit weniger Energie zu haushalten und somit habt ihr definitiv ein Problem, wenn er nachher normal ist und die Sachen wieder zuführt, was ihr nicht zuführen sollt, auch in zu großer Menge. Ihr werdet sofort wieder zunehmen und zwar in der Regel werdet ihr mehr zunehmen, wie ihr vorab genommen habt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Eine einseitige Diät ist, wenn man jeden Tag das Gleiche isst. Jeden Tag der Hauptsache abgenommen, zum Beispiel ein Pulverdiätchen macht. Man trinkt morgens ein Pulver, mittags und abends ein Pulver. Das macht man über eine gewisse Zeit X. Oder man isst morgens zum Frühstück Joghurt, mittags isst man ein Stückchen Hähnchenfleisch und abends isst man ein Stückchen Hähnchenfleisch. Mit vielleicht ein bisschen Gemüse dazu. Das praktiziert ihr über Wochen hinweg. Klar wird man dann abnehmen. Es ist ja logisch, dass ihr dann abnehmt. Aus dem einfachen Grund, weil ihr wesentlich weniger Nährstoffe, Energielieferanten und Bausubstanzen, Baustoffe, Aminosäuren, Proteine zuführt, wie euren Körper tatsächlich braucht. Und somit muss er in seine Reserven gehen. Er wird auch tatsächlich Fett abbauen, wobei natürlich hier auch ganz klar ein muskulärer Substanzverlust zu erwarten ist. Und noch schlimmer, das ist das, was ich gerade erwähnt habe, der Körper wird lernen, mit diesen wenigen Energielieferanten zu haushalten. Aus einem ganz einfachen Grund, praktisches Beispiel für euch. Praktisches Beispiel, ihr habt ein Haus mit 3 Stockwerken. Ihr bekommt am 1. Oktober 1000 Liter Heizöl. Und der Fahrer, der sagt zu euch, liebe Leute, ihr seid demnächst eingeschneit, ihr werdet erst am 1. April die nächste Heizöllieferung bekommen. Was wird wohl der schlaue Mensch tun? Er wird die Heizung nie voll aufdrehen, sondern er wird die Heizung dosiert aufdrehen, dass immer nur ein bisschen Wärme da ist und das Zeitfaktor von 1. Oktober bis zum 1. April übersteht. Und genauso macht es euren Körper auch. Er lernt damit umzugehen mit dieser unterkalorischen Zufuhr. Das ist die Nummer 1. Nummer 2. Wenn man sich so einseitig ernährt, dann fehlen einfach viele Grundstoffe, die der Körper braucht, zum Beispiel Ballaststoffe. Ballaststoffe, unverdauliche Faserelemente, pflanzliche Sekundärstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und zwar auf natürlichstem Ursprung mit Biokanalisatoren. Das habt ihr nur in eurer gesunden Ernährung drin, in den Pülferchen. Das sind keine natürlichen Vitamine und keine natürlichen Mineralstoffe. In der Regel sind die synthetisch hergestellt, die haben keinen Biokatalysator. Das heißt, die sind nicht bioaktiv, sind biopassiv. Da ist die Frage, was kommt denn überhaupt im Körper an? So, und genau aus diesen Gründen macht es keinen Sinn, eine einseitige Diät zu betreiben. Ihr müsst euch immer eins merken. Alle Dinge, die man vorübergehend als Maßnahme ergreift und sie dann irgendwann wieder sausen lässt, führt nur zu vorübergehenden, kurzfristigen Ergebnissen. Und ihr werdet früher oder später wieder genau dort landen, wo ihr vorher wart. Und in der Regel, je nachdem, wie viel bzw. wie lang ihr unterkalorisch, zu wenig Kalorien im Gesamten zugeführt habt, in der falschen Form, werdet ihr natürlich danach, Vierteljahr, halbes Jahr, Dreivierteljahr, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wieder neue Fettmengen anlegen und die werden einen Tick höher sein, wie die Fettmenge davor, vor der letzten Diät. Warum? Weil der Körper sich schützt. Warum schützt er sich? Weil er denkt, ihr macht wieder sowas. Weil er denkt, ihr betreibt wieder genau dieses Prinzip, ihr wollt ihn aushungern. Und genau dagegen schützt sich der Körper. Und wenn ihr das 25, 30 Mal macht, werdet ihr im Laufe der Zeit, vor allem wenn ihr etwas älter seid, ordentlich Muskelsubstanz verlieren und natürlich auch entsprechend immer größere Fettdepots anlegen. Eure Fettzellen werden sich immer wieder füllen. Genau aus diesen Gründen, ganz wichtig, keine einseitigen Diäten, ein breites Spektrum an Essen, Ernährungsumstellung. Ihr müsst das zuführen, was der Körper tatsächlich braucht und euch dazu bewegen und zwar intensiv bewegen und dann werdet ihr auf Dauer Erfolg haben. Dann werdet ihr auf Dauer Wohlfühlgewicht haben, ihr werdet euch gut fühlen, ihr seht im Spiel gut aus, ihr habt eine hohe Leistungsfähigkeit und eine hohe Vitalität und genau das ist das, was uns voranbringt, das ist das, was uns glücklich macht. Deswegen keine einseitige Diäten, das ist völliger Quatsch. Das weiß man wahrscheinlich schon seit über 50 Jahren. Aber immer zu einer gewissen Jahreszeit gibt es diese Anbieter, die sagen, jawohl, da hat es noch ein paar Schafe, die haben es noch nicht gehört. Und genau denen drücken wir jetzt etwas aufs Auge. Die dürfen Pülverchen, Kügelchen, was weiß ich was essen.
Nächstes Jahr gibt es die nächste Diät und da werden wieder ein großer Anteil von denen wieder drauf reinfallen, weil sie wieder zugenommen haben. Das war's. Keine einzelne Diät. Das Beispektrum, regelmäßiges Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, schön gesund geschaltet, mit allem dem, was der Mensch braucht, auf gesunde Variante. So wenig wie möglich abgepacktes, so wenig wie möglich Fastfood, so wenig wie möglich gezuckerte Getränke, so wenig wie möglich Unsinn und Süßigkeiten. Und ihr werdet, ich verspreche es euch, ihr werdet Erfolg haben, ihr fühlt euch wohl. So wie ich zum Beispiel. Jawohl. Bis dahin. Andreas Riedenbacher, Personal aus Karlsruhe. Der sich wohlfühlt.